Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir reiten mit Geralt auf der sogenannten Kimboldstraße, sind im Prinzip auf dem Weg nach Norden zurück in die Zivilisation, wollen aber vorher noch hier ein paar Orte am Rande der Straße erkunden, unter anderem diesen Ort, ein verlassener Ort, so wie es aussieht. Mal schauen, was wir hier finden werden. Irgendwelche Monster sind im Moment nicht zu sehen, aber es ist spürbar neblig hier. Ja, wer weiß. Laufen wir einmal kurz rum und gucken dann in die Häuser. Alles still. Alles relativ unauffällig, so wie es aussieht. Da haben wir noch ein bisschen Rotwild. Aber nichts Besonderes hier. Okay. Dort kommen wir durch. Was finden wir hier? Ein Brief. Oh. Nee, das sind nur die Bretter, die uns immer rot angezeigt werden. Nichts Auffälliges auch hier. Alles klar. Gucken wir mal ins nächste Haus. Da kommen wir noch nicht mal rein. Geralt ist zu groß. Doch, es geht, aber wir finden nichts und... Oh mein Gott, kommen möglicherweise nicht raus. Doch, es geht auch. Zum Glück. So, hier können wir gleich mal Art anwenden. Hier, erstaunlicherweise noch nicht mal irgendwelche Kisten. Nichts. Keine Wasserflaschen. Alles schon geplündert. Das hatten wir aber auch wirklich so noch nie. Kommt mir das so vor. Aber warte mal, da hinten. Ah, schaut mal. Banditen, so wie es aussieht. Ein Banditennest haben wir hier gefunden. Schnell dahin. Tanzen wir. Zielt auf seine Augen! Ja, toll. Haben ihn schön exekutiert und in dem Moment konnten wir natürlich nicht ausweichen. Ja, die hätten uns hier aufgelauert auf dem Weg. Genau, wir sind vorher ins Dorf gekommen. Okay, alles klar, Banditen waren hier also. Habt ihr noch ein bisschen was bei euch? Das stumpfe Beil lassen wir liegen. Den Streitkolben auch. Aber das gegrillte Schweinefleisch nehmen wir mit. Kiste? Vielleicht hatten die Banditen zumindest irgendwas. Nee. Es gibt solche und solche Banditen. Es gibt vernünftige Banditen, die haben eine Kiste. Und es gibt armselige Banditen, die haben noch nicht mal eine Kiste. Und dies waren... armselige Banditen. Okay, ich denke, wir brauchen jetzt hier nicht weiter zu schauen. Auch hier liegt noch ein abgeschlagener Kopf der Banditen. War ich schon in dem Haus drin? Oder hatte ich vorher die Banditen entdeckt? Ja, doch, hier war ich drin. Okay, Plätze. Hier ist nichts weiter. Wir können weiter reiten. So, hier ist wirklich eine riesige Sumpffläche, ein großes Sumpfgebiet. Bin mir nicht sicher, also eigentlich habe ich nicht vor, das systematisch zu erkunden. Wenn wir aus der Ferne irgendwas Interessantes sehen, dann gehen wir da vielleicht rein. Aber einfach so jetzt hier mitten durch den Sumpf zu reiten, warum sollte man das tun? Ich werde immer noch mal ein bisschen schauen, Ausschau halten, aber im Moment ist da nichts Interessantes. Hier allerdings... ist noch ein Gehöft? Ja, nee. Kein Gehöft. Noch eine Wehranlage, aber es sieht aus wie eine verlassene Wehranlage. Zumindest. Das ist ein Nilfgaarder. Die Fahne sieht nicht mehr so toll aus, deswegen denke ich verlassen. Gucken wir uns das an. Hier kommt man so ein bisschen in den... Ah, nee. Hier kommt man ganz normal hoch. Aha. Haben die noch ein bisschen was hinterlassen? Rostige Schwerter nehmen wir nicht mehr mit. Alkohest, okay. Gut, wir klettern noch einmal nach oben, wer weiß. Es ist ja immer die Neugierde und die Hoffnung da, dass man zum Beispiel sowas findet. Eine Truhe. Das wäre ein Schnaps und immerhin eine Wasserflasche.
Und wir können außerdem von hier oben noch ein bisschen weiter in den Sumpf schauen. Aber im Moment fällt mir hier nichts Besonderes auf. Gucken wir kurz auf der Karte nach unserer Reiseroute. Ja, genau, das ist dieses große Sumpfgebiet, was ich hier meine. Wir werden jetzt dem Pfad hier folgen, nordwärts reiten und vermutlich hier auf einen nächsten Gegner stoßen. Das war ein Wasservibe, wenn ich mich recht entsinne, das damals noch viel zu stark für uns war. Mal schauen, ob wir vorher noch irgendwo im Sumpf etwas Interessantes finden. Das ist der Plan. Okay, Plötze, dann geht's weiter. Ja, es ist noch früh. Es ist Vormittag, sagen wir es mal so, 10 Uhr. Beste Reisezeit. Hier in der Nähe sind wir ja schon gewesen. Hier hatten wir teilweise eine merkwürdige Spur noch verfolgt. Das hat sich noch nicht aufgeklärt mit diesem grünen Schleim, den wir da gefunden haben. Da hatte ich erwartet, dass es möglicherweise auch noch irgendeinen Auftrag gibt im Heerlager. Ah, da haben wir irgendwas. Ja, das sind aber nur Wölfe. Das ist nicht weiter interessant für uns. Gut, wir reiten natürlich jetzt relativ weit entfernt vom Sumpfgebiet. Wir können also nicht konstant prüfen, ob da was Interessantes ist. Oh, da ist ein Wolf, der mich hinter... Oh. Aber wieder angekommen ist, dieser verdammte Wolf. Und hier haben wir noch irgendwas im Wald. Wahrscheinlich auch noch ein Wolf. Was ist denn das? Ja, tatsächlich, da ist er versteckt. Lauern einen hier richtig auf. Also, das war jetzt schon eine unangenehme Nummer. Böser Wolf. Geräusche aus dem Wald. Was haben wir da? Na, das sind vermutlich die Wolfsfreunde. Werden die uns hinter dem Hügel auflauern? Sollten wir vielleicht direkt mal hinlaufen? Und das Ganze gut erledigen? Ja, da ist der Wacht. Okay. Dann haben wir die Gefahr gebannt, zurückzuplatzen. Die belästigen uns nicht mehr. Aber also dieser Wald klingt merkwürdig unheimlich. Hört ihr das so ein bisschen? Kommen ab und an sehr seltsame Geräusche hervor. So, wir schauen jetzt mal hier schön auf den Sumpf. Hier haben wir ein bisschen Blick. Ich werde irgendwas hier sehen. Ich reite mal ein bisschen rein. Faszinierende Gegend. Da ist ein Wasservibe. Ja. Könnte da was Interessantes sein? Da kommt ein einzelnes Wasservibe. Das gucken wir uns mal an. Da hinten. Ne. Mit dem kommen wir hoffentlich zurecht. Ah, Schutz war jetzt ein bisschen früh. Vielleicht bewacht es ja was. Ja, tatsächlich. Es bewacht was. Oh mein Gott! Verdammt! Hier ist Gift. Das ist unangenehm. Damit ist unser Schutz jetzt weg. Ja, ja, wirf mal. Komm schon! Okay, da habe ich echt nicht aufgepasst beim Gift. Gar nicht gesehen. Bewegt sie sich noch? Nee. Gut, hier. Bernsteinstaub, Rubinstaub, eine vikovarische Klinge. Nehmen wir sie einfach mal mit. Verkaufen kann man sie immer. Hier liegt noch ein totes Pferd. Tja, ich weiß auch nicht, wie die sich hier in diesen Sumpf verirrt haben. Na gut, wir sind ziemlich weit drin. Wir gucken uns mal um. Aber hat sich gelohnt, hier ein bisschen zu schauen.
würde ich mal sagen. Hier sind doch irgendwelche Reste. Oh mein Gott. Das ist ein... Wow. War das mal ein Drache? Ein Dinosaurier? Ein Wal? Bemerkenswert. Ein wertvolles Fossil. Krass. Okay. Was kann man damit machen? Verkaufen. Vermutlich. Aber wenn es besonders und wertvoll ist, dann mag man es immer gar nicht verkaufen. Das ist das Problem daran. Ja, schauen wir mal. Wertvolles... Also bitte. 10 ist das wert. Okay. Das habe ich mir anders vorgestellt. Nun ja. Zurück zu Plötze. Ich habe mich aber jetzt gerade ein bisschen... Oh, verdammt. Shit, schon wieder Gift. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, ne? Wo müssen wir hin? Wo ist Plötze? Das ist das Fossil. Wo sind wir hergekommen? Was ist das hier für ein Pflänzchen? Ja, ich könnte natürlich jetzt auf die Karte gucken, aber ich versuche mich echt mal hier gerade ein bisschen zu orientieren. Ich habe die Orientierung verloren. Sieht alles komplett gleich aus. Krass, bemerkenswert. Naja, wartet mal. Also, da ist die Mühle. Das heißt, eigentlich müssten wir, ich tippe, wir müssen hier hin. Mal gucken. Wir gucken jetzt mal auf die Karte. Ja, das war ziemlich exakt getippt. In der Richtung steht Plötze. Sag mal, ist das Sommer? Ist das gleiche Fossil? Okay. So. Gift. Umgehen wir diesmal. Plötze, wo bist du jetzt? Es ist aber auch wirklich... unheimlich. Ne, ich bin jetzt schon wieder falsch. Oh mein Gott. Ah, ja. Wirklich krass. Komme ich jetzt noch zu den Wölfen, die ich vorhin eigentlich vermeiden wollte. So, hier sind wir. Hier kommt der Weg. Ich bin viel zu weit südlich, glaube ich, gelaufen. Bemerkenswert. Ja. Da sind noch Wölfe. Genau. Hier haben wir sie erledigt. Wir waren... Meine Güte! Habe ich mich verirrt? So, hier müsste Plötze irgendwo sein. Ja, da. Okay, alles klar. Puh. Was für ein Schreck. Weiter geht's. Oh nein. Wo bist du? 2 Wölfe folgen uns. Wie unangenehm. Jetzt hauen sie auch noch ab. Jetzt bleib doch hier. Okay, wir rufen Plötze. Was ist denn das hier? Laufen die Patrouille auf dem Weg? Echt verrückt. Kommen die jetzt zurück? Was haben wir hier links? Irgendwelche Mauern? Ah, wir sind hier schon an der Stelle. Hier wollte ich ja hin. Haben wir die Mauern schon uns angeschaut? Wir hatten uns hier schon einiges angeschaut. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Turmruine eines Adligen. Ja, da waren wir schon. Und hier rechts muss dieses Wasserweib gewesen sein. Ich wette, die bewacht auch einen Schatz. Gucken wir mal, ob wir sie wiederfinden. Irgendwas höre ich hier schon. Okay, das sind erstmal nur Ertrunkene. So,
Aber wo ist dieses widerliche Wasserweib? Die war gefährlich. Und wir holen uns mal einen entsprechenden Trank, der uns hier helfen kann. Nee, ein entsprechendes Öl, wollte ich sagen. Waren das auch Nekrophagen? Ich glaube ja. Hab jetzt keine Lust nachzugucken. So, Wasserweib, wo bist du? Sie war hier. Da hinten. Ja, da war sie. Ich werf mal. Okay, das war ja total dämlich. Was ist mit der los jetzt? Sumpfschrulle. Oh mein Gott, sie hat uns auch gleich einen reingeschrullt. Wir sind nicht mehr geschützt. Okay, da haut sie ab. Ja, gut. So gefährlich war sie jetzt doch nicht. Zumindest für unsere Ausrüstung jetzt. Ja, und? Du Sumpfschrulle, was hattest du jetzt davon? Beziehungsweise, was haben wir jetzt davon? Wir trinken mal ein bisschen Wasser. Hat sie irgendwas hier bewacht? Irgendwas Interessantes? Nein, hat sie nicht. Okay, das Wetter wird auch unangenehm. Gucken wir hier nochmal kurz rum und gehen dann zurück zum Weg. Nichts Besonderes mehr hier. So, hier ist der Weg. Da ist Plötze. Diesmal habe ich es einigermaßen hinbekommen. Okay, kurz schauen, was unsere Richtung jetzt ist. Wir werden rechts an Niederwürr vorbeireiten. Und dann genau hier das Rückeranwesen und da links raus und da war dieser komische Waldschrat, glaube ich. Ja, hatten wir den eigentlich schon kennengelernt, also als Bestie hier eingetragen? Was könnte das sein? Das wäre nochmal interessant. Ist das ein Ukroid? Möglicherweise, weil wir abgehauen sind. Also könnte so ein Relikt sein, ne? Oder ein verfluchtes Wesen. Berserker, Werwolf. Ah, schwer zu sagen. Ich tendiere eher zum Relikt. Gruftweib. Ich meine, könnte auch ein Nekrophag sein. Ja, Konstrukt würde ich eher sagen, nein. Ja, Bestie? Nee. Okay, also ich tippe auf Relikt. Und wir können es ja jetzt schon vorbereiten. Wird wahrscheinlich bis dahin nichts großartig mehr passieren. Gucken wir mal, ob das dann richtig gewesen sein wird. Aber wir haben auch nur schlechtes Reliktöl. Gut, aber erstmal weiter rein. Noch ist es nicht so weit. Dafür, dass es jetzt mittags ist, ist es auch ganz schön düster hier. Unangenehm düster. Ich glaube, diese Hütchen haben wir uns schon angeschaut. Niederwürr ist ja der Ort, durch den dieser Geist, den wir freigelassen haben, gekommen ist. Gewütet ist, könnte man sagen. Bin ich jetzt richtig? Nein, ich bin nicht richtig. Ich habe den entscheidenden Abzweig verpasst. Hier müssen wir hoch. Was ist da links? Noch ein umgefallener Baumstamm. So. Und hier ist das Rückeranwesen. Und, eine Sache, ja, hattet ihr mir geschrieben, dass ich hier was übersehen hatte. Und ich mache sowas ja nicht gerne, aufgrund eurer Hinweise dann gewissermaßen nochmal reinschauen, weil wir haben es am Ende verpasst. Aber es gibt wohl noch ein Geheimnis der Frau, die uns damals hier beauftragt hatte.
Ich hätte hier noch irgendwas finden können. Ich bin mir aber nicht sicher mehr, wo das war. Das hatten wir Dolores. Vielleicht im Haus? Ja, das ist jetzt ein bisschen unvermittelt, gebe ich zu. Jetzt hier nochmal anzufangen zu suchen. Es gab wohl noch irgendeinen Geheimgang, den ich nicht gefunden hatte. Soll ich nochmal ins Haus gehen? Oder irgendeinen? Oh mein Gott, Dolores ist da, habe ich mich erschrocken. Hallo Dolores. Ich kann dir nicht genug danken. Kommst du zurecht? Ich hoffe, die Monsterschäden waren nicht so schlimm. Die waren ordentlich. Aber der Zahn der Zeit hat wohl noch mehr daran genagt. Aber deswegen zerbreche ich mir nicht den Kopf. Ich habe meine Jugend hier verbracht. Es wird mir eine Freude sein, den alten Glanz wiederherzustellen. Keine Bürde. Okay, also wenn das so ist. Ich hoffe, es wird dir ein friedliches Zuhause sein. Leb wohl. Leb wohl, Hexe. Und pass auf dich auf. Wenn das so ist, wenn sie jetzt wirklich hier lebt und alles wieder ordentlich macht, dann werden wir jetzt auch einen Teufel tun und noch in ihrer Vergangenheit hier rumpuckern und noch irgendwelche geheimen Dinge suchen. Nein, die Sache hat sich für uns erledigt. Puh, das war aber echt jetzt ein kleiner Schreck für mich. So. Hier geht's raus. Und stellt sich die Frage. Aha, da ist ja schon der Waldschrat. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir gerüstet für ihn? So, wo bist du? Da oben ist er. Ah, das ist auch so ein Nebelfutzi. Wo ist er? Verdammt. Ich hasse das. Komm raus, du. Da ist er. Jawohl. Der geht aber... der kann... ich verstehe schon. Der kann mit seinen... Ich mach mal Waldcodes. Das waren ein paar schöne kritische Treffer. Ja, komm, ran da. Jetzt haben wir ihn gleich. Aber er hat sich nochmal treffen können. Da hinten ist er. Wie er umgefallen ist. Na, schon beeindruckend. Beeindruckend. Okay. Waldschrat Harz. Das brauchen wir bestimmt für irgendein Absud oder sowas. Oder auch ein Öl oder so. Aber wir gucken uns jetzt kurz nochmal an, was es war. Ich glaube, ich hatte richtig getippt. Es war ein Relikt. Ja, Waldschrate. In diesem Wald jagen wir nicht nie, auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Molliver, Dorfältester von Hoschberg in Untereddern. Waldschrate leben in dichten, urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdgefährten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere in ihrem Revier zu beeinflussen. Und wenn sie den Tieren auflauern, müssen sie nur nah genug an sie herankommen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung steinalt zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie hochgefährlich machen. Demeritium-Bombe, stimmt, mit den Dingern kann man das Verschwinden, glaube ich, behindern. Reliktöl und Igni, stimmt, Igni gegen Holz, nachvollziehbar. Okay, gut, dann ist das jetzt schon mal ein schöner Moment, hier zwei Zeichen entfernen zu können, zwei Monsterzeichen. Und wir reiten jetzt hier nochmal zurück, hier waren wir schon mal. Haben dort aber nicht nach der Ausrüstung geschaut. Eine Höhle. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Zusammenhang wir in dieser Höhle gewesen sind. Aber die dürften wir schon kennen.
Da sollten jetzt nicht so viele Überraschungen auf uns warten, hoffe ich zumindest. Auf geht's. Aber die Frau hier ganz alleine auf dem Hof. Mutig. Vor allem mit einem Waldschrat als Nachbar. Na gut, den hat sie jetzt nicht mehr. Aber das Wetter, das gefällt mir heute ja gar nicht. Kein weiter Blick. Alles so grau und düster und unheimlich. Aber ich finde es schön, wie unsere Schwerter blitzen. Im ab und an durchscheinenden Sommer, Sonnenlicht. War jetzt das schon der Abzweig? Nee, der nächste ist. Ja, obwohl. Nee, ich glaube, es ist der nächste. So, genau. Das ist die Höhle. Um die es geht. Und hier müssen wir jetzt erstmal ein Zeichen wiederfinden. Was höre ich da? Irgendwo hier. Da. Geralt? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Hier waren ja welche Portale und so. Ich habe echt... Ich weiß auch nicht mehr wirklich, was hier los war. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu weit rein, um das zu finden. Aber mich wundert das dann... Oh, was ist das? Achso, das ist das Portal. Mich wundert das schon ein bisschen, weil das bedeutet ja, dass wir irgendwie eine Kiste übersehen hatten. Zum Beispiel diese hier. Ha! Das verbesserte Katzen... Stahlschwert. Das war dann wahrscheinlich noch nicht da, als wir... Das ist jetzt erst dadurch dorthin gekommen, dass wir irgendwo Informationen dazu gefunden haben, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Kiste da übersehen habe. Wirklich ist alles. Wie auch immer, die Sache wäre getan. Wir gucken, was unser nächstes Ziel ist. Unser nächstes Ziel ist ein Auftrag. Der uns hier ganz in die Nähe führt. Finde die vermisste Karawane. Ja. Aber wisst ihr was, liebe Leute? Das werden wir beim nächsten Mal starten. Wir werden uns dann nochmal anschauen, worum es da ging. Möglicherweise sprechen wir auch erst mit den Auftraggebern. Bin ich mir ganz sicher, wie das Ganze losgeht. Aber wir werden es sehen. Und was Schönes, die Sonne kommt raus. Hervorragend. Na, das macht doch gleich Lust auf mehr. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwald.